ist eine tolle Idee für ihren Geburtstag. Western Honey wird sich freuen, mal wieder campen zu gehen. Beim letzten Mal hat sie es echt lieben gelernt. Sag mal, warum ist sie denn so ruhig da drin? Hör mal hin, sie ist nicht ruhig. Hey, solange Western Honey noch schläft, können wir unsere Geburtstagsüberraschung auf dem Zeltplatz vorbereiten. Und dieses Mal wird es richtig glamourös! Wir müssen uns echt beeilen und super leise sein. Fertig? Gebrauchen. Zeit für Western Honeys Überraschung. Was ist das für ein Krach hier? Überraschung! Camping? Habt ihr das vorbereitet? Herzlichen Glückwunsch! Als Trägerin des Glam Scouts Campingabzeichens denke ich, diese Stühle sollten woanders hingestellt werden. Das hier ist etwas zu weit östlich. Ich brauche einen Kompass. Danke, MC Swag. Wartet, wer war das? Das war ich. Wer bist du denn? Ich bin Canyon Cutie, offizielle Profi-Camperin und Wildnisexpertin. Das ist ja der Hammer! Ja, endlich gibt's hier noch eine richtige Camperin. Ich trage das offizielle Glam Scout Camping-Abzeichen. Cool. Naja, sagt Bescheid, wenn ihr was braucht. Aber mit eurer Expertin hier ist das wohl nicht nötig. Oh! Ich würde euch gerne auf meinem Zeltplatz zum Essen einladen. Yay! Oh, echt beeindruckend, mit wie wenig du hier auskommst. Ja, wo ist dein ganzer Kram? Ich baue nur das Nötigste. Wow, du hast das gebaut? Das ist kein Glamping. Das ist richtiges Camping. Kannst du irgendwas nicht? Opern singen? Noch nicht. Es gibt meinen hausgemachten Eintopf. Es gibt zwar keine Mikrowelle, aber das hier ist echt köstlich. Die wilden Karotten da drin machen den Unterschied. Das war ein tolles Abendessen. Aber ich bin etwas müde. Ich frag mich, wie wir das Regendach gerade bekommen. Es hängt fest. Überlass das mir. Ich weiß wie. Okay, dann gehe ich mal rein und ruhe mich aus. Ich auch. Ich habe mich gefragt, ob du weißt, wie man ein Regendach wieder gerade bekommt. Versuch erst mal, es zu straffen. Aber klar doch. Das wusste ich. Das war nur ein Test. Sie sagte, man soll es erst mal straffen. Vielleicht war das doch ein kleines Stück zu viel. Yep, das war's. Wir können froh sein, dass Western Honey uns mit den Dingen hilft, von denen wir keine Ahnung haben. Yep, da haben wir echt Glück. Hey, wir bewegen uns. Ach,
Wahrscheinlich navigiert Western Honey uns nur an den perfekten Ort zum Campen. Mit ihrem Kompass. Oh, warte! Stopp! Was habe ich nur getan? Hilfe! Hilfe! Der Glühwein rollt weg! Oh? Zum Campen. Wir sind an einer Klippe. Tut mir echt leid. Ich hätte ihn früher stoppen sollen. Der Wagen ist einfach weggerollt. Danke für deine Hilfe. Sie hat direkt reagiert. Ich war nur in der Nähe, deshalb war ich schneller. Ich wette, du hättest das auch geschafft. Aber du warst unglaublich. Sie ist gesprungen und hat Saltos gemacht und... Aber ja, ich hätte wohl dasselbe gemacht. Sicher. Du hast Geburtstag, du hast Geburtstag, alles Gute! Oh, wie nett, danke. Ich wollte euch noch sagen, dass ich nie geschafft hätte, was Canyon Cutie gemacht hat. Das war sowas von spektakulär. Keine große Sache. Ich habe schon angefangen, für solche Notfälle zu trainieren, als ich noch Windeln getragen habe. Ich habe noch eine Frage, Canyon Cutie. Wie öffnet man das ohne Dosenöffner? Was? Ich habe noch kein Dosenöffnerabzeichen. Willst du das wirklich wissen? Ja. Zuerst brauchst du ein paar große Steine. Ja. Dann nimmst du ein kleines Teleskop. Und wenn der Mond richtig steht, setzt du dich auf die Steine und siehst ihn dir an. Was für ein Anblick. Dann leihst du dir einen Dosenöffner von einer Freundin.